Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Benefit-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja gut, ein richtiger Adventskalender ist es nicht, denn das ist ein, Adventskalender irgendwie doch, ne? Ein Würfel, den man öffnet vom 26.12. bis zum 6.1. Das ist wohl irgendwie so ein Brauch, was man auch machen kann, nach Weihnachten irgendwie. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. In Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht so wirklich angekommen, ne? Naja, aber wir haben hier den 12 Merry Days of Makeup und hier haben wir 12 Produkte enthalten und yay! Dieser Adventskalender befindet sich Gott sei Dank endlich im Boxendesign und ist nicht mehr im Kläppchendesign wie letztes Jahr. Denn preistechnisch liegt der genauso wie letztes Jahr bei 70,69 €. Man kriegt ihn zwar auf Flaconi manchmal, dadurch, dass man ja irgendwie Rabatte hat, mal 20% günstiger oder 25% günstiger. Aber das ist trotzdem immer noch für 12 Produkte ein ziemlicher eine Hausnummer, ne? Andererseits muss man dazu sagen, wir haben hier eine High-End-Marke, die einen Adventskalender rausgebracht hat. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass hier nur Full-Size-Größen enthalten sind. Ne? Okay, so, genug gequatscht. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Nummer 1 an und die befindet sich ganz praktischerweise hier. In der Nummer 1 haben wir einen Eyeliner drin, den ich super gerne mag. Das ist der Roller Liner und den habe ich hier in 0,5 Millilitern. So schaut der einmal aus. Ich habe mir jetzt hier auch aus meinem Schminkrepertoire meine ganzen Benefit-Produkte auch geholt, damit ich euch gegebenenfalls auch die Produkte geöffnet zeigen kann oder sogar swatchen kann. Und so verhält es sich auch bei diesem Eyeliner. Der hat eine Filzstiftspitze, die echt lang ist und sehr präzise. Ich komme damit sehr gut zurecht, mag den. Es gibt präzisere Spitzen an Eyelinern auf dieser Welt, aber der hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich kann damit auch über Schimmerlidschatten malen und das ist ein verlässliches Produkt, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Damit komme ich auf jeden Fall gut klar. Kommen wir nun hier zur Nummer 2. Ein weiteren Klassiker und das ist der Precisely My Brow Pencil. Ich habe ihn hier in der Farbe Nummer 3 und hier sind enthalten 0,04 Gramm. Das ist schon sehr, sehr knuffig, aber man kann diese kleinen Größen auch meistens, also ich würde sagen, fast alle, die in dem Adventskalender drin sind, auf der Benefit-Homepage auch so kaufen. Und ich glaube, das habe ich auch im letzten Adventskalender-Unboxing genauso gesagt. Ne? Man kann sich da auch so Sets zusammenstellen aus verschiedenen Mini-Größen. Das hier ist jetzt meiner, den ich auch in Anwendung habe. Das ist eine schöne Farbe, die für mich persönlich ein zu dunkel ist. Also die Farbe 2 ist da noch ein bisschen besser für mich. Und das ist eine schöne Farbe, definitiv. Aber ich swatch den mal ein bisschen intensiver, dass man den auch in der Kamera sieht. Tatsächlich mal ein bisschen doller hier. So schaut der aus. Und es ist eine schöne Farbe, die meiner Meinung nach auch wirklich zu vielen passen kann. Die hat einen leicht aschigen Einschlag, ne? Das ist nicht zu warm und ich finde den auch ganz gut. Der ist relativ hart von der Mine her, der ist nicht so butterzart wie jetzt zum Beispiel, es waren Reim, Leute, krass. Wie jetzt zum Beispiel, den habe ich hier von Essence, der Micro Precise Eyebrow Pencil, aber dafür braucht sich ein so super weicher Stift halt auch viel, viel schneller auf und ist schwieriger im Auftrag, weil du den nicht so gut dosieren kannst, ne? Da finde ich den auf jeden Fall besser. Gehen wir jetzt zu der Nummer 3 und die haben wir hier und das ist ein sehr, sehr kleines Büchschen. In der Nummer 3 haben wir aber etwas ziemlich Cooles und zwar die They Are Real Mascara von Benefit. Ist alles Benefit, Claudia. 3 Gramm sind hier enthalten und das ist eine ganz spektakuläre Mascara. Die müsste ich auch noch hier haben, dann kann ich euch auch das Bürstchen einmal zeigen. Ja, die hat nämlich so ein fancy, es ist ja, ich glaube, alle Mascaren von Benefit haben Gummibürstchen und das hier ist so eine gerade Gummibürste mit so ziemlich langen Härchen und vorne dran hat das diesen Stachel und mit diesem Stachel kann ich persönlich super meine unteren Wimpern tuschen und auch außen, dass man sich so ein, ne, dass die voluminöser erscheinen und hier nochmal so ein bisschen mehr abgehen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gucken wir uns mal das Kläppchen Nummer 4 an und das haben wir hier und grün ist die Farbe der Hoffnung. Ja gut, das Produkt, was enthalten ist, ist auch wieder ein Klassiker. Ja, ziemlich viele Klassiker enthalten, Leute, ne? Ich hätte Bock auf irgendwie mal neuartige Dinge, aber vielleicht kommt das noch. The Professional Pore Primer, da sind 7,5 Milliliter drin. Den hatte ich auch schon mal da, ist aber für meine trockene Haut leider zu trocken. Da komme ich nicht so gut mit klar. Deswegen, auch das war mal wieder rein. Krass, was geht hier ab? Und deswegen wird der wahrscheinlich auch nicht unbedingt bei mir bleiben. Wo sind wir? Die Nummer 5. Die haben wir hier.
Hinter diesem feuerroten Kläppchen, Büchschen, versteckt sich eine weitere Mascara, und zwar die Roller Lash Mascara. Auch die mag ich gerne. Ich trage die aber hauptsächlich so als Base-Mascara drunter, weil die mir persönlich ein bisschen zu wenig Wawawoom-Effekt hat. Ich mag ja gerne krass getuschte Wimpern, richtig mega viel Produkt drauf und so. Ich mag das einfach. Das mag nicht jeder, ich mag es einfach gerne. Das ist so eine, ne, wie man es halt mag, Sache. Und die verwende ich gerne als Basis unter einer Faserbürstchen-Mascara, wo dann die Faserbürstchen-Mascara nochmal so ein Wum macht, zum Beispiel. Und das Bürstchen möchte ich euch selbstverständlich auch nicht unterschlagen. Das schaut so aus. Und ich kann euch empfehlen, das auch wirklich so rum am Auge anzusetzen. Das heißt nicht so rum, sondern so rum für die oberen Wimpern. Weil ihr so richtig die Wimpern greifen könnt, ne? Und dann richtig durchziehen. Aber wie gesagt, für mich eher als Base-Mascara. Ja. Für meine Bedürfnisse, Verhältnisse, Wünsche, keine Ahnung. Wir machen jetzt besser mal weiter mit der Nummer 6. Und die haben wir hier. Auch das ist ein cooles Produkt. Das ist von Benefit, das Gimme Brow Plus. Das ist so ein Augenbrauenprodukt, was man halt für super schnell im Alltag verwenden kann. Auch hier haben wir die Farbe Nummer 3. Und hier haben wir 1,5 Gramm drin enthalten. Ein kleines Produktchen. Aber wie gesagt, für den Alltag mag ich das einfach gerne, weil das schnell geht. Ich gehe damit einfach durch meine Augenbrauen, wollte gerade Wimpern sagen, Augenbrauen so wusch, wusch, wusch durch. Ne? Und dann sehr, sehr schnell funktioniert das. Weil wir haben hier noch so, ich glaube, wie nennt sich das? Nicht Wimpernbausteine, Augenbrauenbausteine, keine Ahnung, sind halt hier mit drin. Und die sind halt nicht zu lang, sodass man da auch easy mit umgehen kann. Und halt, ach, das war ein Reim, Hilfe. Und das ist halt so ein kleines tannenbaumförmiges Bürstchen. Und das verwende ich wirklich gerne, wenn es mal schnell gehen muss, ne? Ja, kommen wir zu Nummer 7. Oh, die ist aber schön groß, das gefällt mir, ne? Ja, hier haben wir einen Bronzer drin, und zwar den Klassiker schlechthin. Selbstverständlich hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht die Glow-Variante davon drin gehabt hätten. Die ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und zwar haben wir hier den Hoola Bronzer enthalten mit 4 Gramm. Das ist dieser hier. Und das ist halt wirklich ein Klassiker. Ne? Also der ist, glaube ich, der Grund dafür, weswegen Benefit damals auch so im Hype gewesen ist. Ich würde fast sagen, mir ist er ein bisschen zu rot. Ich habe hier eine Palette, da habe ich den mit drin. Das ist die Cheek Leaders Pink Squad Palette. Und hier oben sehen wir dann einmal den Bronzer, wie er ausschaut. Also super pudrig, sehr weich. Ich finde den auch gar nicht mal so verkehrt, in Anführungsstrichen. Also ich finde den eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, für mich, vor allem im Winter, ist er mir zu warm. Im Sommer kann ich den eigentlich wohl tragen. Da komme ich mit klar, ne? Ja, schaut so aus. Sehr intensiv, aber es gibt ja auch noch den Hoola Light und Hoola Glow und Dallas und Schlag mich tot. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich möchte jetzt weitermachen mit der Nummer 8. Auch die ist grün, und grün ist die Farbe der Hoffnung. Und ich möchte jetzt Hoffnung haben, dass wir hier ein neues Produkt mal drin haben. Denn das vermisse ich hier so ein bisschen. Leider nicht. Auch das ist eine Mascara, die im Standardsortiment drin ist, und das auch schon etwas länger. Das ist die Bad Girl Bang Mascara, die ich auch gerne als Basis verwende, weil sie mir ansonsten zu wenig ist. Auch hier haben wir 3 Gramm drin enthalten. Und ja, ne, also eine schöne Mascara. Keine Frage. Aber vielleicht die They Are Real Magnet mal reinpacken? Die hat auch ein Gummibürstchen, was extrem lang ist und sehr flexibel. Und das ist, wie man es, also das ist richtig ein tannenbaumförmiges Bürstchen, ne? Und das, ja, passt in einen Adventskalender natürlich rein, von der Bürstchenform her, ne? Die Nummer 9 darf machen, dass wir uns freuen. Okay, darüber freue ich mich jetzt aber wirklich, weil das ist eins meiner absoluten Mega-Lieblings-Lieblingsprodukte. Auch wenn das wieder ein Produkt ist, was so ein Base-Produkt ist oder Basisprodukt von Benefit, und zwar der 24 Hours Brow Setter. Und da haben wir hier drin 2 Milliliter. Ich liebe ihn, wirklich. Ne? Also das ist ein ganz, ganz tolles Augenbrauen-Gel, was dir die Augenbrauen festtackert, und den werde ich safe auch behalten, weil der einfach geil ist. Den müsste ich auch noch in Full-Size da haben und vielleicht sogar noch die ein oder andere Mini-Größe davon. Habe ich letztens erst noch einen von aufgebraucht, weil ich die einfach rocke. Da gehe ich immer erst mit der langen Bürste durch meine Augenbrauen durch und kämme die so hoch. Dann von der Seite hinten drehe ich das Bürstchen um, ne? Gehe dann mit der kurzfaserigen Gummibürstchenseite nochmal drüber. Und dann gehe ich oben über meine Augenbrauen und lege die so ein bisschen hin, damit ich so ein bisschen voluminöseres Feeling habe. Aber das tackert mir die Augenbrauen über den ganzen Tag fest. Das ist ein geiles Produkt, das mag ich halt gerne. Deswegen freue ich mich, dass es drin ist, aber trotzdem, wir haben nur noch 3 Kläppchen und noch kein neues Produkt enthalten. Die Nummer 10 hat endlich auch wieder so ein großes Büchschen. Mal gucken, was da drin ist. Hier haben wir einen Blush drin enthalten, beziehungsweise so einen Blush-Lighter, weil der halt auch einen leichten Schimmer mit drin hat. Das ist der Dandelion oder Dandelion. 3,5 Gramm haben wir hier in dem hier drin.
Auch den habe ich hier in meiner Palette mit dabei, den Dandelion. Ich nenne ihn einfach mal Dandelion. Ne? Das ist der hier. Das ist ein schönes, zartes Rosa. Und der ist eher zurückhaltend, auch bei mir auf der Haut. Ist aber eher was für Tage, wo man nicht so mega overblushed sein will. Weil der halt doch eher zurückhaltend ist. Und der hat halt einen Schimmer mit drin. Das heißt, der ist ein wirklicher Blushleiter. Ne? Wenn ich jetzt wirklich doll aufdrücke, sieht man da auch wirklich die goldenen Schimmerpigmente, die in dem Blushleiter drin sind. Also ich würde ihn nicht als Highlighter bezeichnen. Das ist für mich kein Highlighter, weil dafür ist er zu rosa vom Unterton an sich. Aber es ist für mich auch kein Blush an sich, weil er dafür eigentlich zu dezent ist. Also das ist ein Blushleiter. Kannst du als Kombiprodukt zwischen, jetzt habe ich hier Krümel dran, zwischen Blush und Highlighter nehmen, wie der Name ja schon sagt. Ne? Also nicht entweder oder, sondern einfach beides auftragen und fertig ist die Laube. Ist auch wieder ein Produkt, womit man einfach schnell ready to go ist. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Also ja, doch, mit den Produkten kann ich mir bislang echt guten Alltagslook so schminken, so für die Arbeit mal eben kurz. So, die Nummer 11 haben wir jetzt hier, die vorletzte Box. So viele Möglichkeiten, da jetzt irgendwie neue Produkte reinzupacken, haben sie eigentlich nicht, ne? Und hier haben wir eine nicht ganz so neue Variante, aber nicht ganz so altbackene alte Variante, keine Ahnung, von dem Professional. Und zwar ist das die Hydrate-Version. 7,5 ml haben wir hier enthalten. Ja, die soll halt einfach noch ein bisschen hydratisierender sein als die reguläre Version, die wir ja eben schon drin hatten. Und das ist sie auch. Also das ist ein Primer, den finde ich okay. Mit dem kann ich auch wo um. So sieht das Würstchen dann aus, wenn man sich das mal auf die Haut gibt. Das hat eine ganz leichte Farbe auch so mit bei, ne? Kann ja mal eben, habe ich irgendwo, ja, den Finger kann ich eigentlich nehmen. Ja, das ist, der ist nicht ganz so super feuchtigkeitsspendend, aber die Haut wird jetzt nicht unbedingt matt dadurch. Ich kann das mal hier komplett auf diesem Streifen machen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber vielleicht, ne? Keine Ahnung, sieht man da einen Unterschied? Habe ich jetzt so einmal runtergeswatcht? Nicht wirklich, ne? Aber, also es ist ein guter Primer, keine Frage. Aber er haut mich nicht von der Socken, weil er mir nicht feucht genug ist. Ja. So, lieber Adventskalender, ein Kläppchen hast du noch. Ich glaube nicht, dass der Hoola Glow da drin ist, weil, nee. Der hätte dann ja in der 1, 2, 7 oder 10 drin sein müssen. Aber vielleicht haben wir Glück und da ist das Augenbrauenprodukt drin, das neue. Oder die They Are Real Magnet Mascara. Das sind ja auch neue Produkte von Benefit. Und wir haben Glück, denn wir haben hier die They Are Real Magnet Mascara drin, das finde ich cool. 3 Gramm sind hier enthalten und diese Mascara trage ich gerade auf meinen Wimpern. Hihi. Die habe ich nämlich sowieso in regulärer Anwendung hier auf meinem Schminktisch und kann euch deswegen auch das zeigen, was ich hier so habe. Genau, die war nämlich, habe ich mir mal gekauft, als sie neu rausgekommen ist, in der kleinen Version, um sie mal zu testen. Die hat auch wieder ein Gummibürstchen. Na. Und die soll wohl irgendwie auch so Magnete drin haben, dass wenn man 2-3 Mal über die Wimpern geht, dass da nochmal das Volumen so richtig angekurbelt werden soll. Also ich finde es schön, vom Bürstchen her, von der Anwendung her, von der Haltbarkeit her und auch vom Ergebnis her. Ne? Ich habe die auch schon mal antreten lassen in meinem Wimpern-Mascara-Video, bla, gegen die normale They Are Real Mascara. Und da fand ich die normale They Are Real Mascara zwar besser, aber die ist trotzdem eine gute Mascara. Ne, also die verwende ich jetzt auch aktuell nicht als Base-Mascara, sondern als Top-Mascara. Unten drunter verwende ich nämlich eine, womit ich so ein bisschen meine Wimpern einfärbe. In schwarz, das ist die Catrice Glam Adore Lash Colorist. Genau. Wo wir schon mal hier sind, können wir auch drüber quatschen. Ne? So, Adventskalenderchen, der kein richtiger Adventskalender ist, sondern irgendwie nur so heißt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier etwas mehr neuere Produkte drin gehabt hätten und nicht nur die Mascara, bin ich ehrlich. Aber auch wenn ich den vollen Preis dafür bezahlt hätte, wäre ich safe mit den Produkten wertechnisch drüber. Ja, ne, die sind halt super hochpreisig und das ist High-End und hast du nicht gesehen, kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich hätte mir wahrscheinlich einfach gewünscht, also positiv, aber auf jeden Fall ist ein Boxen-Adventskalender, kein Kläppchen-Adventskalender. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, da ein bisschen mehr was anderes drin haben zu können als im letzten Jahr. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie fehlt mir so diese Abwechslung, diese Neuheiten. Aber das ist schwierig. Schwierig, wirklich schwierig. Muss ich wirklich sagen, ein schwieriger Adventskalender. Wenn man aber jemanden hat, dem man etwas zum Beispiel zu Weihnachten schenken möchte, weil dafür ist dieser Würfel 1A. Ne? Kannst du auch einfach einpacken. Auch Männer sind hier wirklich, haben Glück, denn so ein Box, so ein Quader, Würfel, heißt
ist nicht gleichzeitig. Egal. Einzupacken macht wahrscheinlich sehr viel mehr Freude, als den vom letzten Jahr einzupacken, der ja irgendwie von oben aussah wie ein Sechseck. Ist das definitiv eine schöne Sache. Kann man schön zu Weihnachten verschenken. Werde ich mir im nächsten Jahr kaufen? Ja, weil ich scheiße neugierig bin. Man hat hier natürlich einen schönen Einblick in das Benefit-Sortiment, ne? Es sind coole Produkte mit dabei, aber jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie irgendwo drin in der Box oder sonst irgendwo gehabt. Ihr wisst, was ich meine, es ist schwierig, da jetzt was zu sagen. Trotzdem finde ich ihn aber irgendwie cool, weil ich die Produkte cool finde. Ja, schwierig. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender oder Adventskalender unten in die Kommentare. Und wenn dir so mein Video gefallen hat, das lege ich außer Hand, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2021. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!